wir sind hier bei der Eröffnung des ZBSC-Gyms, des Schneeling-Gyms. Ich war hier vor circa 5 Monaten das letzte Mal beim Interview mit Uli Riebner, wo es noch das Sauerland-Gym war. Jetzt gehen wir mal rein, gucken mal, was sich verändert hat, ob sich was verändert hat. Ob es noch so aussieht wie vorher. Ein paar härter BSC-Programme. Rad, auf jeden Fall aufgeräumt. Das hängt noch. Die Sauna ist auch noch da. Diesmal gucken wir uns auch die Duschen an. Ich weiß nicht, ob man sich da drin duscht. Hier sind die Toiletten, wo man sonst auch nicht reinkommt. Mal weiter. Okay, hier ist alles leer. Umkleidekabinen, das ist neu. Viele Schränke. Und ich sage jetzt zum Gym, aber da lassen wir gleich nochmal den anderen Weg lang. Also ausbildlich. Viele Leute sind schon da. Man sieht, manche Sachen sind noch von Sauerland da, zum Beispiel diese Grenze. Aber das hier ist alles neu. Okay. Eigentlich kommt man dann hier immer rein. Ist auch noch ein Büro. Der Physiotherapieraum. Hier sind die Toiletten. Die Küche.